Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Homesick. In der letzten Folge haben wir doch einen erheblichen Fortschritt gemacht, meiner Meinung nach. Ich hatte schon Angst, ich bleibe wieder 3-4 Folgen an derselben Stelle hängen. Aber nichtsdestotrotz erwartet uns jetzt der nächste Raum. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch irgendwas machen müssen. Vielleicht müssen wir wieder zurück, aber vorerst betreten wir neues Gefilde. Und hier sieht es irgendwie sehr, sehr hell aus. Lass mich raten, ich kann hier wahrscheinlich nicht durch. Einigermaßen doch, aber das Licht blendet uns zumindest und versucht uns aufzuhalten. Und hier ist ein Sofa. Ach, wo wir wieder schlafen können, okay. Oder auch nicht. Müssen erst die Blumen wieder leuchten, also blühen, damit ich schlafen kann? Das vermute ich jetzt ganz stark, dass das der Grund ist, warum wir gerade nicht eingeschlafen sind. Kann ich die Dinger aufmachen? Ah, da ist ein Zahlenschloss dran, okay. Ist das eine Art von Kraftwerk? Sieht ein bisschen danach aus. Das ist leer, okay. Und hier haben wir wieder diese seltsamen Zeichen. Da haben wir wieder Kopierpapier oder Bürozubehör. Da sind noch mehr Fotos. Ist das... Das ist ein Zugunglück. Der Zug ist irgendwie in das Meer oder in den Fluss oder in den See reingefahren. Und ein Mann schaut traurig in die Kamera. Da noch mehr Fotos. Meine Güte, was haben die hier kopiert? Wikipedia? Kann ich natürlich... Moment. Zwar nicht lesen, aber hier steht 00 und dann zweimal Raute. Ist das ein Hinweis auf irgendeinen Code? Moment. Nee, ist abgeschlossen, natürlich. Das geht auf, okay. Aber nicht... Und es fällt um. Okay. Entschuldigung. Die Tür ist aber offen. Da irgendeine Info, die mir weiterhilft. Zahlen sind drauf, Dollarbeträge. Aber einen Hinweis auf irgendeinen Code oder so sehe ich jetzt nicht. Sonst irgendwas hier? Ah, hallo, da versteckst du dich. Soll ich mir das aufschreiben? Kurzen Moment. Ich schreibe mir diese Codes kurz auf. Natürlich habe ich mir Stift und Papier bereits bereitgelegt. 0014, 0011, 0019, 8294 und 0053. Okay. Ich vermute, die gehören jetzt zu diesen Spinden oder zu diesen Aktenschränken da draußen. Soll ich die jetzt einfach durchprobieren? Aber Moment, das ist ja die Lade 53 und wir haben 0053. Mal sehen. 0. 0. Und es sieht so aus, als wenn es offen wäre. Ja, und noch mehr Fotos, okay. Eine Überschwemmung. Was hat's damit auf sich? Noch mehr von dieser Überschwemmung? Und noch mehr. Und die Zahl 27 ist auf dem Foto drauf. Ist hier irgendein Unglück passiert?
Weil die Fotos haben ja alle irgendwas mit Industrie und, ich weiß nicht, vielleicht Dammbau zu tun? Das würde erklären, warum hier jetzt Fotos von einer Überschwemmung waren. Vielleicht ist der Damm irgendwie gebrochen. Lass mich raten, du bist 0011? Okay, sie machen es einem hier jetzt nicht wirklich schwer. Und noch mehr Fotos. Bohrtürme, okay. Und ist das ein Brand? Hat sich das Öl entzündet? Sind hier alle möglichen Naturkatastrophen passiert, die von Menschen hervorgerufen werden können? Vielleicht. Aber was ist unsere Rolle dabei? Was haben wir da drin? Das ist leer, okay. Und du bist bestimmt 0014. Ich schau zuerst, ja klar, ist abgeschlossen. 0. Ja, das dauert immer etwas. 0. Die Tür ist jetzt wahrscheinlich betretbar. Noch mehr Dosen. Nichts, das wir lesen können. Was ist das? Haben wir eine Waffe? Das sieht aus wie irgendwas Kaputtes. Ein kaputter Wischmopp oder so. Moment, da war ja noch eins, das wir nicht geöffnet haben. Das hier. Das wird dann wahrscheinlich 0019 sein. Musste kurz auf meinen Zettel spicken. 0. 0. Lass mich raten, noch mehr Fotos, ja klar. Okay, noch mehr von diesem Ölbrand. Oh. Und Erde. Verschmutzte Erde. Wir haben noch einen Code, 8294. Wo wird der eingesetzt? Da ist wieder ein Lichtschalter. Gleich mal einschalten. Okay, da komme ich sicher nicht durch, ich probiere es trotzdem. Nee. Wieder mal werden wir vom Licht behindert. Meine Überlegung, die ich habe, ist ja die, Licht steht ja oft für das Gute. Und wenn Licht uns jetzt fernhalten möchte, sind wir böse? Haben wir irgendwas angestellt? Sind wir deswegen hier gefangen? Da, Lichtschalter, der ist aber schon an. Und eine Tür. Die ist jetzt aber bestimmt abgeschlossen. Ja, klar. Da gab's wohl einen Rohrbruch. Ah, Moment. Kann ich das Ding aufpieksen? Ah, ich hätte vielleicht den Eimer vorher drunter stellen müssen. Ah. Und Peaks. Okay. Wir haben wieder Wasser. Das heißt, wir können die Blumen wieder blühen lassen. Vorher schaue ich mich noch kurz da unten um. Mal sehen, was wir hier haben. Eine verschlossene Tür, natürlich. Von der Seite irgendwas Interessantes? Aha, hab dich gesehen. Du wirst auch angemacht. Trotzdem frage ich mich gerade, wohin der letzte Code noch gehört. Können wir das Ding vielleicht auch öffnen? Nee. Habe ich irgendeinen Schrank übersehen? Den haben wir geöffnet, der ist leer. Den haben wir geöffnet, den haben wir geöffnet. Und sonst gibt es hier aber keinen mehr. Okay, wisst ihr was? Wir gießen mal wieder die Blumen.
Trinkt, meine Freunde. Trinkt und bringt Leben in diesen trostlosen, düsteren Ort. Das ist so schön. Das ist wirklich wie eine Art von Hoffnungsschimmer. Und dann legen wir uns wieder schlafen. Auf einem verstaubten, dreckigen Sofa. Und der Horror beginnt von vorne. Okay, wir können da durch. Draußen herrscht pure Dunkelheit. Lasst mich in Ruhe. Da runter? Nee, da komme ich sicher nicht runter. Das ist eine Schule. Das war doch gerade die Schulglocke. Komm schon, schlag die Tür auf. Ja, komm schon. Ja. Okay. Wir haben uns somit einen neuen Weg geschaffen. Einen neuen Weg. Irgendwohin. Wo ich noch nicht weiß, wohin er führt. Nach draußen glaube ich eher weniger. Aber vielleicht zu einem neuen Stück Hoffnung. Zu einem nicht ganz so trostlosen Ort. Das ist eine Sporthalle. Das war doch bestimmt eine Schule hier. Oder irgendwas in die Richtung eben. Mann, alles verfallen. Früher haben hier Kinder ihren Spaß gehabt, haben sich ausgetobt. Und heute sind wir der Einzige hier, der berichten kann, wie alles verfallen ist. Ich glaube zumindest, wir sind der Einzige. Die Tür geht auf. Kann ich die drehen? Tatsächlich, okay. Das müsste eigentlich auf sein. Das heißt, das Ding habe ich eigentlich gerade zugedreht. Jetzt müsste es auf sein. Aber ich bin nicht sicher. Da ist noch eine Tür. Da gehen wir auch gleich rein, aber vorher schaue ich mich noch etwas hier um. Die ist abgeschlossen, okay. Und hier sind sogar die Fenster am Dach zugedeckt, damit kein Licht reinkommt. Aber warum? Wo sind wir da jetzt? Ah, okay. Da sind wir. Also irgendwie eine Art Abkürzung, obwohl wirklich eine Abkürzung ist es jetzt auch nicht. Und hier wieder Türen, ich bin mir sicher, die sind nicht offen. Verschlossen und verschlossen. Daher gehe ich ganz stark davon aus, dass das unser nächstes Ziel sein wird. Also warum wir hier sind und was jetzt generell die Geschichte des Spiels ist, davon habe ich im Moment überhaupt keine Ahnung. Und die Musik wird immer komplexer, kommt mir vor. Zum Klavier ist jetzt auch die Geige dazugekommen. Und die Musik ist wunderschön. Irgendwie strahlt auch die Musik eine Art von Hoffnung aus, finde ich. Hoffnung darauf, dass wir Antworten finden und vielleicht auch irgendwie hier rauskommen werden. Aber wie? Was muss ich jetzt tun? Gibt es irgendwo einen Ort, wo ich schlafen kann? Da ist eine Matratze, okay? Aber das wird jetzt bestimmt nicht so funktionieren. Nee. Gibt es hier irgendwo Blumen? Blumen, die ich wieder zu neuen Leben erwecken kann. Das sind keine Blumen. Nur ein einsamer Stuhl. Aber wie soll ich dann hier schlafen? Wie? Da ist wieder so ein Rädchen. Ah! Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Hausmeister? Hausmeister?
Die wachsen jetzt durch den Boden durch. Was zum... Da wächst ein Baum? Tja, das wird beim Basketballspielen etwas hinderlich sein, aber sonst finde ich's hübsch. Trägst du Früchte, junger Baum? Ich heiße dich willkommen in dieser Welt. Und wir sind wieder müde. Das heißt, wir legen uns wieder schlafen. Und der Baum wird uns beschützen. Hoffe ich. Gute Nacht. Oh, der Baum ist weg, verdammt. Und absolute Dunkelheit. Ich muss hier weg. Lass mich in Ruhe! Ich weiß nicht, wer du bist oder was du von mir willst. Sag es mir einfach. Oh, fertig, okay. Das war jetzt mal eine kurze Nacht. Also bisher sind die Rätsel jetzt nicht unbedingt schwer, aber ich glaube, es geht auch gar nicht in erster Linie um die Rätsel, sondern darum, um rauszufinden, was hier los ist, was hier passiert. Ob wir mehr Antworten bekommen oder noch mehr Fragen aufgeworfen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco, danke fürs Zusehen. Macht's gut!